Bud Spencer, lui. Bei allen Filmen, die ich mit Bud Spencer gedreht habe, war ich hauptsächlich derjenige, der die Schläge bekam. Er wusste, dass er sich bei mir einiges trauen konnte. Can you show us some tricks and moves? Aquí, moi toi. Ricardo! Auf der Schnauze. Na dusch, dutsch, dutsch, dutsch. No more. Okay. In Amerika hat man uns zu den besten Stuntmen auf der ganzen Welt ernannt. Diese Schlägereien waren etwas ganz Besonderes. Ich wartete immer ganz gespannt auf die Kampfszene. Macht Spaß anzuschauen, weil es ist einfach eine Cartoon-Schlägerei. Es blutet nie jemand. Es ist einfach choreografisch so top gemacht. Es war wie ein Ballett. Die haben immer mit denselben Stuntmen eigentlich zusammengearbeitet. Es war so eine 25-köpfige Truppe, genannt die Miracolosi, die Wunderbaren übersetzt. Besonders für Bud war es enorm wichtig, Menschen um sich zu haben, denen er vertrauen konnte. Denn eins muss man wissen, Bud Spencer hatte Probleme mit seinen Augen. Du brauchst eine Brille, Junge. Und genau aus diesem Grund trug er immer eine Brille bei den Stuntproben. Wenn er die Brille abnahm, war er blind wie ein Maulwurf. Wir haben ihn öfters gebeten, Carlo, trag doch Kontaktlinsen. Kontaktlinsen hasste er. Und auch seine Brille trug er sehr selten. Und das wurde zu einem wirklich großen Problem für uns, weil wir sehr genau aufpassen mussten. Bei den Prügelszenen geht es um jeden Zentimeter. Aber da er so schlecht sah, traf er uns oft mitten am Kopf. Selbst für die Stuntmen gab es manchmal Schwierigkeiten. Sie hatten Respekt vor Buds Schlägen, weil er wirklich sehr, sehr stark war. Er hat einmal zum Beispiel mit einem Boxer, einem ehemaligen Weltmeister, nicht zu schlagender, gefilmt. Und Carlo schlägt dem so in die Schnauze, schlägt den K.O. Und der hat das nicht genau abgehört. Und der andere war nicht drauf gefasst. Und der ist umgefallen. Ja, so macht man das. Was strengst du dich so an? Hm? Na, du! Seine körperliche Stärke ist wirklich beeindruckend. In die rechte und die linke Hand des Teufels schnappt er sich den Mexikaner und wirft ihn aufs Bett, als wäre er eine Puppe. Er war der einzige Schauspieler, der mich in die Knie gezwungen hat. Zack! Und zack! Einmal hat er mir sogar zwei Zähne ausgeschlagen.